Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dillbricht. Noch 21 Tage bis Ostern. Heute geht es ein wenig um Jakobus. Jakobus, das ist die griechische Form des hebräischen Namen Jakob. Er kommt im Neuen Testament an verschiedenen Stellen vor. Zwei der engsten Jünger Jesu hießen Jakobus. Das war einmal der Bruder von Johannes, beides Söhne des Zebedäus, und da war dann noch der Sohn des Alpheus, der auch so hieß. Von dem Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, sagt die Legende, dass er das Evangelium bis nach Spanien gebracht hat, was unter damaligen Bedingungen nicht auszuschließen wäre. Auch der Jakobsweg ist nach diesem Jakob benannt. Außerdem hieß ein Bruder Jesu ebenfalls Jakobus, und er war wichtig für die Urgemeinde. Er war mit Johannes und Petrus einer der Grundpfeiler der jungen Gemeinde in Jerusalem. Gut möglich, dass er den Jakobusbrief geschrieben hat. In dem Brief gibt es eine theologische Kontroverse, die im Zuge von Martin Luther aber erst virulent geworden ist. Eigentlich ist es keine richtige Konflikt, aber man kann da einen Streitpunkt sehen. Und zwar macht der Römerbrief ganz deutlich, dass der Mensch allein gerecht wird vor Gott aus Glauben, also gerechtfertigt, ohne die Werke, die guten Werke des Gesetzes, allein durch Glauben, also eben nichts, das ich tun könnte, um Gott zu beeindrucken oder zu manipulieren, steht im Römerbrief 3, Vers 28. Aber im Grunde genommen sehe ich keinen Gegensatz zwischen dieser Aussage des Paulus und dem Jakobusbrief. Denn der Jakobusbrief, der macht etwas, er bringt Glauben und Handeln zusammen, unter einen Hut. Er sagt in aller Kürze, was ist das denn für ein Glauben, der sich nur darin zeigt, dass ich sonntags den Gottesdienst genieße, dass ich dorthin gehe und es mir gut gehen lasse. Aber in meinem Leben ändert sich nichts. Meine Prioritäten bleiben die gleichen. Die Personen, die ich liebe oder weniger lieben, das bleibt das Gleiche. Das Entscheidende ist ja doch, dass Jesus Christus auf uns zugegangen ist mit weit geöffneten Armen, uns entgegengekommen ist, liebend, voller Liebe, ohne eine Vorausleistung. Denn Liebe lebt ja eben nicht davon, dass ich erst etwas tun muss, um diese Liebe zu empfangen, dann wäre es ja ein Lohn. Nein, Liebe lebt davon, dass sie einfach gibt, sich selbst verschenkt, alles gibt, was sie hat. Und so hat Jesus Christus das mit uns gemacht, hat uns alles gegeben. Und Jesus Christus lebt in uns im Heiligen Geist. Und außerdem, ja, suchen wir Christen ja immer wieder neu die Begegnung mit diesem Auferstandenen. Und das machen wir in diesen 40 Tagen ganz besonders, indem wir uns Zeit nehmen für ihn, für diese liebevolle Begegnung mit ihm. Doch Jesus sagt, da gibt es noch mehr, wo ihr mir begegnen könnt. Nämlich bei den Menschen, die am Rand sind, die draußen sind, die im Krankenhaus sind, die im Gefängnis sind, die fremd sind. Dort, sagt Jesus, dort lebe ich, dort bin ich zu finden. Und so sind wir also als der Leib Christi, als Menschen, die Christus in uns tragen, die Hände, die Jesus braucht, um in dieser Welt zu handeln. Und das finde ich erstaunlich, das geht eben nicht nur an Einzelpersonen, sondern eben auch an Gemeinschaften, ja, auch an ganze Länder. Und so war dieses Wort von Angela Merkel aus meiner Sicht geprägt von einem Impuls, der sehr gut passt zu dem, was Jesus auf dem Herzen liegt. Dieser Impuls lautete der im Jahr 2015, wir schaffen das. Wir schaffen das, so viele Menschen aufzunehmen, die aus furchtbar kriegsbelasteten Ländern kommen. Und das waren viele auf einen Schlag.
Viele haben sehr pessimistisch reagiert, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und leider ist es auch in Hass abgedriftet. Und doch, wenn wir schauen, wir haben es geschafft. Ganz viele von diesen Geflüchteten sind hier mittlerweile in Lohn und Brot und haben den Weg hierher geschafft. Aber man hört eigentlich so wenig davon. Man hört eher davon, wenn irgendeine Flüchtlingsfamilie vielleicht jetzt mal wieder Sozialbezüge kassiert, ohne etwas eingezahlt zu haben. Das ist immer so das Argument, was kommt. Aber Liebe fordert nicht erst, sondern Liebe schenkt. Und im Übrigen hat es der deutschen Wirtschaft sogar gut getan, dass diese Flüchtlinge gekommen sind. Es wurden in diesem Zeitraum ab 2015 sehr viele neue Stellen geschaffen. In Deutschland wahrscheinlich über 2 Millionen. Die wären überhaupt nicht alle zu besetzen gewesen ohne die Hinzugekommenen. Denn Jesus Christus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Das ist der Grund, warum ich sage, diese spontane Aussage von Angela Merkel, sie passt sehr gut zu dem, was Jesus auf den Herzen liegt. Und so bitte ich dich, bete heute für die Menschen, die hergekommen sind, dass sie sich aufgenommen fühlen, dass sie weiter mit offenen Armen aufgenommen werden, ohne Vorbedingungen. Lies Jakobus Kapitel 2 ab Vers 14 und sprech mit Jesus darüber, was du meinst, an welchen Stellen dein Glaube in dieser Welt, in deinem Wohnort und in der Gemeinde in Dilbrecht, wo dein Glaube sichtbar werden kann. Sei gesegnet, einen schönen Tag.